Willkommen zu Part 4 vom UDK-Tutorial. Es kam jetzt eine Weile lang kein UDK-Tutorials mehr. Das lag daran, dass ein Programm, da habe ich nicht aufgepasst bei der Installation, das hat sich dann direkt in den Programmordner die Dateien reingeschrieben. Dann wollte ich sie installieren, dann habe ich auch nicht aufgepasst, dann war mal eben die Hälfte meiner Programme weg. Auch das UDK und ich habe hier kein DSL, das ist bei uns nicht verfügbar. Auf dem Land, wie es so schön heißt, sondern wir haben Bürgernetz-Internet. Das ist manchmal sehr schnell, es geht über Funk, manchmal ist es eben gar nicht da. Deswegen hatte ich Probleme, das wieder runterzuladen. Jetzt habe ich es aber wieder. Und deswegen sage ich einfach mal, willkommen zum nächsten Tutorial. So, wir löschen erstmal diese Objekte hier. Und dann gehen wir auf Tools, New Terrain, um, wer hätte es gedacht, ein neues Terrain zu erstellen, denn ich zeige heute, wie man das macht. So, damit haben wir unser Terrain. Das war's dann. Bis zum nächsten Tutorial. So, jetzt schieben wir es in die Mitte. Dann klicken wir hier oben unter Modes auf Terrain Editing Mode. Machen einen Rechtsklick auf Haymap und klicken New Terrain Setup Layer. Dann nennen wir das mal Untergrund. Weil ich sehr ideenlos bin, machen einen Rechtsklick da drauf und klicken New Terrain Material und geben da Untergrundmaterial ein. Dann wurde dem automatisch die Standardtextur zugewiesen. Jetzt können wir das wieder schließen. Dann gehen wir in den Content Browser und machen einen Doppelklick auf Terrain Material. Dann gehen wir unter Materials auf All Assets und suchen uns mal was Hübsches raus. Ich nehme jetzt mal das hier und dann klicken wir hier auf den grünen Pfeil. Also wir markieren das und klicken auf den grünen Pfeil hier. Dann wird das automatisch übernommen. Das klappt schon mal. Dann können wir beides wieder schließen. Denn jetzt designen wir unser Terrain ein bisschen. Indem wir hier oben Paint markieren, dann können wir hier einstellen, wie groß das ist. Oder wir klicken einfach hier unten. Und dann können wir mit der rechten oder linken Maustaste bei gedrückter Steuerung-Taste hier verändern, wie das Ganze auszusehen hat. So, dann können wir das wieder schließen. Build Geometries. Build Lightning. Die Paths bilden wir mal nicht und spielen einfach mal Test. Und wir sehen, wir haben ein Terrain, das ist jetzt relativ abgehakelt, weil ich das so gemacht habe. Und zum Spawning Point, der ungefähr hier ist, empfehle ich das immer so zu lassen, dass hier wirklich immer einfach gerade ist, weil wenn hier keine gerade Fläche ist, dann kann es passieren, dass ihr beim Spawn Point immer wieder spawnt, wie auf einem Buggy Minecraft Server. Und das wollen wir ja nicht, deswegen einfach immer hier, wo ihr spawnt, gerade lassen, so eine kleine Ecke um den Player Start. So, das sieht jetzt noch relativ total blöd aus. Deswegen definieren wir noch ein zweites Material. Dafür gehen wir wieder in den Terrain Editing Mode, machen einen Rechtsklick auf Haymap und klicken New Terrain Setup Layer. Untergrundmaterial 2, nein, Untergrund 2 einfach. Machen einen Rechtsklick auf Untergrund 2 und sagen New Terrain Material. Und unternehmen Untergrundmaterial 2, weil ich so gut bin, in mir Sachen auszudenken. Material 2. So, dann können wir das auch schon wieder schließen. Gehen in den Content Browser und wir sehen Untergrundmaterial 2. Machen Doppelklick drauf. Materials, All Assets. Suchen nochmal nach Gras und nehmen diesmal das hier. Wieder auf den grünen Pfeil. So, diesmal wurde nichts übernommen, weil wir noch nichts definiert haben, sozusagen. Dann gehen wir wieder in den Terrain Editing Mode, auf den Untergrund, wählen hier oben Paint aus und machen dann da, wie sie hin, wo wir sie hinhaben wollen, wieder mit gedrückter Steuerung-Taste. Das funktioniert auch, allerdings ist mir das jetzt ein bisschen zu blöd so. Aber sagen wir mal so, das muss ein bisschen härter sein, das kann ich so leicht aufhören. Das ist jetzt auch eine ganz tolle Wiese. Das ist nämlich die Comic-Wiese aus einem Beispiel für die Mobile-Version. Aber naja. So.
hier noch vielleicht noch ein bisschen was, hier noch ein bisschen Miese hoch. Hier auch mal, egal jetzt. Oder nee, nicht egal, hier nicht an der Felswand. So, hier auch nicht. Ich lasse das jetzt mal so. Dann schließen wir das wieder. Wir bilden die Geometries und die Lichter. Und starten. Und wir sehen, dass das Gras auch wirklich total realistisch aussieht, aber naja. Und wir sehen auf jeden Fall, es hat funktioniert. Man könnte das jetzt viel, viel schöner und Entschuldigung, aufwendiger machen. Aber wir haben jetzt schon mal so das Grundgerüst und wir wissen, wie es geht. So, jetzt wollen wir noch ein paar Bäumchen pflanzen. Dafür gibt es seit der Juni oder Juli Version eine Funktion hier oben, nämlich Foliage Mode. Dann gehen wir in den Content Browser auf All Types, Speed Trees und nehmen uns mal den hier. So, dann ziehen wir den einfach hier rein. Müsste normalerweise gehen, tut es aber nicht. So vielleicht. Ja, okay, dann funktioniert es damit nicht. Dann machen wir es anders da. Dann gehen wir auf Favorites, Static Meshes und suchen hier mal nach Foliage. Passiert jetzt auch nicht so viel. Doch, jetzt haben wir es. Dann ziehen wir einfach mal was davon hier rein. Und noch was und noch was und noch was. Dann können wir hier einstellen, wie groß die Brush Size sein soll, also wie weit das sozusagen gehen soll. Da dieses weiße Ding hier, das dann praktisch markiert, wohin das soll und wohin nicht. Dann die Erase Density, also wenn wir wieder was weghaben wollen. So, ich mache es jetzt mal so. Dann halten wir die Steuerung-Taste gedrückt und ziehen mit der linken Maustaste mal ein bisschen drüber. Ich mache es jetzt nur da, wo es grün ist. So grob mal ein bisschen. Hier ein bisschen, da ein bisschen. Die Paint Sensitivity stellen wir mal ein bisschen hoch. Darf ruhig ein bisschen mehr davon sein. Okay. Das war's praktisch schon. Dann gehen wir wieder in den Camera Mode. Wir bilden die Geometries. Wir bilden die Lightnings. Was jetzt ein bisschen länger dauert. Okay. Was viel länger dauert, das skippe ich mal. Sorry, es hat funktioniert, aber naja. Hier hinten war ein Aufnahmefehler. Deswegen sage ich jetzt mal nachher noch reingeschnitten. Bis zum nächsten Mal.